Okay, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy! Crystal Chronicles. Hey. Wir machen Fortschritte und Tillo in unserer aktuellen Session das erste Mal dabei und zeigt nicht nur erschreckend viel Skill, sondern räumt auch hart Loot ab. Deswegen geben wir jetzt mal ein Gürtelchen für den Bauen. Was so dickste Armor im Game nach der zweiten Runde. So. Boom! Diamantriemen. Und wie wir einfach die ganze Zeit nur jede Runde wieder. So, jetzt gehen wir basteln. Genau. Ich finde das aber geil, dass wir im Late Game so gut basteln können. Leben ist drüben. Stimmt. Nee, ja, ist richtig. Ja, nee. Ich will trotzdem da gucken. Ich will teilen. Aber was hast du jetzt eigentlich an Stärke und Abwehr? 55. Achso, das war ja die Triumphwaffe. Dafür, dass ich jetzt gerade so frisch dabei bin, mit 40 und 48 gar nicht so schlecht. Sagen, deine Armor reizt ziemlich raus. Das ist heftig. So, okay, alles klar. Ja, safe. Alright. Der Laufstil von dem Viech, ne? Er hat die Skizze schon, ich muss dir jetzt den Rohdiamanten droppen. Gegenstände. Genau, und lass das Orikalkum. Diamant wegwerfen. Ah ja, stimmt, ich kann nochmal reingucken. Hier unter dem Baum ist der Rohdiamant, Bro. Ja, und irgendwo da war auch das Orikalkum. Ja, das hat er. Schattenreißes. So, dann wollen wir doch mal. Echt? Goldfäustlinge kann er nicht. Alter! Kosten 2000. Zum Glück habe ich noch 3000. Du hast noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen Pudding. Achso, eine Schattenreife ist aber wahrscheinlich ein Accessoire. Ja, ich habe gar nicht mal so viel mehr, ne? Also Abwehr habe ich jetzt 52. Boah! Viel mehr. Alter, ich habe 60 Abwehr und der Typ ist seit 2 Folgen dabei! Ja! Wie viel hast du? 60! Nur 56 Abwehr. Ja gut, ich habe auch sehr seltenst Abwehrartefakte gekrallt. Aber wie heftig ist das? Haben wir noch irgendjemanden, für den der Sakralgürtel mal interessant wäre? Ansonsten zerstöre ich den jetzt. Nee, lass stecken. Behalt den. Okay. Glaub's mir, behalt den. Da wo Resi ist drauf. Der ist Resi-Gift, sagst du, ne? Ja, plus 1 Resi-Gift. Behalt den mal bitte. Ich meine, du hast jetzt, was für Defense-Unterschiede hast du mit dem Ding jetzt? 4. Also 48 oder 52. Also 52 habe ich mit dem Diamanten. Wir sagen, behalt den mal. Behalt den Sakral. Hat der auch irgendwie Resistenz oder ist der normal? Nee, der hat normal. Der ist normal. Der hat leider keine Resistenz. Also, der hat zwar jetzt. Das ist zwar leider. Von der Defense her ist das dickste, was du kriegen kannst für einen Gürtel. Es gibt keinen Legendary-Gürtel, soweit ich weiß. Also zumindest habe ich in diesen Listen nicht gesehen, wie soweit man den halt trauen kann. Aber. Wenn wir im Sumpf sind. Dann wäre es besser, wenn ich den... Legst du den am besten auf jeden Fall an. Gerade bei dem Bossgegner, der hält dich dauervergiftet. Ja, gut. Ja. Und hey, ich habe ein Herz mehr. Jo. Und vor allem ist es bei dem im Sumpf wichtig, weil der halt auf Abstand geht. Ja. So, okay. Wir wollen nur zum anderen Ufer, bitte. Das wäre jetzt geil gewesen. Nope. Irgendjemand hat unter 50. Ich hab jetzt nur noch 10 Gil. Also ich bin dafür, ich bin ja jetzt einfach mal dreist dafür, dass wir in der nächsten Runde wieder, dass ich wieder den Skill kriege, Geld sammeln. Das war über 5000. Das war echt heftig. Ja. Ich finde es aber sehr cool, dass wir in der letzten Folge doch tatsächlich, ich meine, es war naheliegend, ja, und wir hatten ehrlich gesagt nie großartig Probleme, die vorgegebenen Punkte zu erreichen. Aber ich finde es cool, dass wenn wir so was destruktiv Beschissenes haben, wie dass der Caster nicht casten darf und der Nahkämpfer nicht nahkämpfen darf, dass wir dann sagen können, ja, Moment mal, es gefällt uns nicht. Wir resetten einfach ja. Scheiß. Das ist schon sehr nett. Oak. Oak, Oak, Oak. Lauf. Ja. Von links nach rechts. Popo. Und Tillo so. Popo. Ich mach Picknick. Zünd dein Bongel gleich auch an, wenn du so weitermachst. Schwere Geburt. Ja, wenn ich die Zonengrenze passiere, dann ist. Ich merk das gerade. Lass uns mal spaßeshalber gucken. Nein. Ist der voll? Der ist wieder voll, Jungs. Ihr wisst, was das die nächste Folge heißt. Sebastian. Endlich mal. Ey, Vita-Ring. Alter, Vita-Ring.
Wir können das jetzt durchziehen. Klärt mich mal auf. Ich krieg mein Vita-Ring. Die, ich kann dauerhaft zaubern. Die Map ist aber kacke. Die Maps haben quasi, um den Spielfortschritt zu gewährleisten, haben die alle quasi drei Versionen. Mhm. Die steigen an, da einfach nur dadurch, dass du sie dann dreimal machst. Okay. Also, beziehungsweise das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal, danach bleiben sie einfach auf Version 3. Und dann kriegst du in Version 3 den dicksten Loot. In dem Fall von dem Windeis-Dingsi da unten ist das der heiß begehrte Vita-Ring, dass wir am Anfang jedes Levels für Kevin direkt so einen Kork-Ring haben, der Vita versprühen kann. Ja, gut. Ich glaube, in der zweiten Folge hab ich einen Eisring bekommen. Okay. Ja, also aber der Vita-Ring, es gibt halt wirklich Dinger. Da droppt kein Vita. Oder es droppt nur einer und den finden wir nicht. Oder sonst irgendwas. Wir können den Plan jetzt auch wieder über den Haufen schmeißen, den wir hatten. Nee. Ich weiß, dass es hier einen gibt, vor allem das ist jetzt nur die Stufe 2, den bringen wir jetzt erstmal auf 2, damit wir noch Artefakte und Loot und vielleicht ein bisschen Mithril für Tillum kriegen. Wir sind schon zweimal gegangen. Ja? Doch. Hier gibt's auch Warte doch ohne mich in dem Ding? Ich war zweimal da drin, meinst du? Ey, nee. Gegenstände nicht aufheben. Schaden zufügen. Schaden vermeiden. Was? Physischen Attacken standhalten. Bei mir ist okay. Ich hab Schaden vermeiden. Was ist bei mir unter Schaden? Auf Magie? Nee. Zufügen nur? Ja, Schaden ist alles. Auf Magie ist okay. Geil. Ich darf mich nur nicht treffen lassen. Aber ich meine, wir haben 3 von 4. Ja. Ich meine, wir waren zweimal da drin. Nein. Doch. Echt? Ja. Surpassed my worst fears. Aber ganz ernst, Dinge gesehen. Wenn, dann ist es noch besser. Ja. Diamond Shield, Diamond Gloves. If not, what greater could possibly await us? Red Slippers! Den Moon Pendant können wir trotzdem kriegen. Das Mondding für Tillo, also dein Herz, können wir trotzdem kriegen. Warum so angeben, dass das ist Stufe 2 oder Stufe 3 ist? Jetzt für Uni? Gegenstände nicht aufheben schon wieder. Ja, 100 Punkte sein. Das kriegen wir. Kommandoliste. Das heißt, du kannst auch Zauber in Ruhe aufnehmen. Ich höre dann Phönixfeder und Sterbende. Lass uns als erstes mal links gehen, um zu gucken. Ich hab Karte. Ja, irgendwo am Anfang war direkt Vita, deswegen. Ihr habt hier schon gespielt. Welcher Magie-Skill ist hier am ehesten geeignet? Kein Peil. Lars hat das Datenblatt. Zum Glück. Lass uns mal direkt. Wie gesagt, irgendwo hier muss Vita sein. Das ist aber eine der Karten. Links. Das ist eine der Karten, wo es schwieriger ist, das zu finden. Also ich weiß, es gibt es direkt am Anfang. Deswegen gucken wir uns hier am Anfang direkt um. Vita lässt das Vita. Vita. Da habe ich doch die richtigen Riecher gehabt. Sweet. Mag Gravitas. Also Qualzen mögen. Ach, scheiße, ein Geist. Oh, das sind aber die dicken Geister, die könnten schön hier den Freiwasser droppen und plötzlich. Keine Gegenstände. Fuck. Ja, okay, aber nur der. Das ist ja spezifisch. Geld auf jeder, ne? Nein, ja. Ich nicht. Geld ist kein Gegenstand. Gilt es nicht als Gegenstand? Ich weiß es nicht. Ach ja, richtig. Wir dürfen nicht viel mit. Genau. Nicht wir müssen einzeln drüber gehen. Scheiß Spielstreckung, Alter. So, direkt runter. Kisten sammeln. Oh, wait, what? Fuck. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja. Ja, ist doch cool. Dann gehen wir jetzt einmal einen richtig schönen großen Bogen. Ja. Und dann gehen wir rechts wieder zurück. Komm mal drauf, was ist denn hier? Sanctus ist effektiv. Ja, wenn wir mal hier sind, immer noch der Geist. So jetzt. Hass Eis. Hast gemacht, heißt Stopp. Hinterlässt kein Gegner. Ja. Ich kaste Eis. Ups. Lässt gut. Geht wieder. Alle mal stehen bleiben. Ja. Lars, so, ich brauch kein Vita, ich hab Möhren.
Krass. Aber ganz im Ernst, ich caste jetzt nicht Eis, weil ich muss ja physischen Attacken standhalten. Ja. Komm her, schlag mir ins Gesicht! Schlag mich! Caster, ne? Fuck you. Oh, die sind weit weg! Na guck mal, ein Mondemblem. Oh, Lars hat's gekrallt. So, cool. Kann man Geborgtes, also die Artefakte, die du jetzt so hast, die kannst du nicht ablegen, ne? Spaßeshalber mal so gucken. Naja, musst du auf Geborgtes gehen. Genau. Weiter, weiter. Da. Ja. Nee, kannst du nicht. Ja. So, weg hier. Was hab ich jetzt hier eigentlich für eine Liste bei Lars, komm mal mit jetzt. Ach, wenn du X hast, sind das Gegner, wenn das Punkte sind oder Kreise. Wenn das blaue Rauten sind das, dann sind das Truhen, X sind Gegner. Okay, oben rechts ist gleich. Ich glaube, ich hab die X. Genau, Tilo hat, ja. Dann hat Tilo die Truhe. Komm, Sujo. Das ist Katapult. War das Katapult, genau, das kannst du ja schießen, ne? Feuer. Ein blödes Mückending. Ah, sweet. Ja. Dann holen wir uns erstmal die da oben. Engel wäre halt noch ganz geil irgendwie. Ich meine, wir haben voll jetzt Federn, die sind sauer, aber. Der lässt billig wieder. Was war? Like? Los, ich kann das Weihwasser, spart! Phönixfeder. Hinter das Phönixfeder gespart! Oh, runter, 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 runter. Gegner, von oben. Ja, drauf geschissen. Wir wollten ja erstmal. Sammelfaul hier. Der Leute. Kommt aber trotzdem. Wir wollten hier dieses Podest, wollte ich jetzt erstmal haben. Super, jetzt rennt es wieder weg. Blödes Teil, ey. Hier da, das Podest. Ja, schlag mich, genau. Okay, Bonus. Lass mich nicht bewegen. Komm schon. Au. Eis. Toll. Idiot. Der Typ vom Eis nimmt dann Eis, ne? Und schmeißt dann Eis wieder raus. Ja, da muss jemand anders den Kelch nehmen. Kommando, nein, Gegenstände. Hier. Wo ist das Eis? Da. Weg! So, ich hab mir Eis eingesammelt. Cool! Lass mal ganz nach oben gehen. Ja, okay. Bis hier? Da kommt man noch. Nee, hier. Und dann ganz oben geht auch. Ja, noch eben. Hat irgendeiner von euch Eis gerade aktiv im Inventar? Ja. Aktiv in der Liste, Eisring, ja. Ja, dann würde ich Blitz erstmal lassen. So, da rechts war Mogri-Ding. Ja gut, Kevin und ich haben beide Eis. Ja, dann lass ich das Blitz erstmal. Ja, ist okay so. Gut, ganz hoch. Sagen wir, wir können Eisgar damit ballern, das ist schon okay. Oh ja. So, dann geh lang. Einer zu viel. Meine Zweierteams. Geht. Hoch. Und das auch, ne? Mal lieber. Ich glaube, oben geht's nicht weiter, oder? Ja, und diese Stunt-Viecher, egal, ich brauche hier physische Schmerzen. Mein Charakter ist heute mal so Christ. Ja, geht doch weiter. Dann können wir nach links ein bisschen abgreifen. Ja, links. No. Dann gehen wir nochmal runter und können unten dann das Sackgassen-Ding holen. Ja, dann gehen wir wieder rechts weiter. Ja, rechts können wir dann den Bogen ziehen und dann stehen wir wieder vor. Rechts von der Arena müssen wir auch noch Gegner kennen. Ja, genau. Komm her, du blödes Teil. So. So der Scheiß! Oh, guck mal, das ist ein schönes. Meisterwaffe, nie verkehrt. Man weiß ja nie, wer es braucht. Man kann sagen, Marius und Semi brauchen es auf jeden Fall noch. Ja.
zur allergrößten Not startet da dann mal irgendwann zwischendurch mein Char und holt euch die Dinger raus. Wollten wir nicht runter? Ja, runter. Ja, ja, natürlich. Also die, wir sind ja nicht knauserig so mit dem Inventar und von den anderen Leuten. Landau. Was mich daran erinnert, Sebi hat das Tida-Dorf mitgemacht, ne? Vielleicht hätte der die ganze Zeit diese blöde Sichel gehabt. Ich glaube, der hat sich Lauf genommen, ja. Was sagt er jetzt so? Oh, Vita, geil. Lars! Haben wir es jetzt zweimal? Nein, zweimal. Lars, du bist jetzt der Healer. Oh mein Gott, ich schmeiß das raus. Tu's nicht! Ich hab 5 verschneller Vita gemacht. Ja, Lars und ich sind ähnlich schnell. Gut, nein, halt. Nein. Du hast mehr Magie. Ich hab 26. Danke. Ich bin nicht mehr. Warum bewegt er sich nicht? Läufst du irgendwie gegen die Wand? Nein. Du bist ja auf Cube-Modus. Du bist wieder auf Dings. Ja, ich bin auf Cube-Modus. Ja. Cube-Modus ist richtig. Ah, bist du wirklich gegen die Wand gelaufen? Ganz nicht laufen. Dich heile ich nicht. Ich heile mich selber. Solange bis du irgendwann den Bonus bekommst. Sich selbst nicht heilen. Ich kann mich ja selbst wiederbeleben. Ja. Oh, hi Mitri. Alter, was ist denn heute los? Ich finde mal Mitri. Ich sag ja, was? Ja, hier eh. Hier ist auch so ein Mitri. Kannst du den Arsch mit Mitri abwischen. Mann. Gerade bekommen. Ich glaube, ich bin jetzt auch voll mit Till und Tisch. Geld! Ah, das ist so schöner Loot. So schöner, befriedigender Loot! Ah, wenn ich am Ende vielleicht so eine Diamond Armor bekomme, wäre das ganz geil. Schlüssel. Toll! Jetzt müsst ihr die ganze Zeit bis zum Boss die Schlüssel schleppen. Fick dich, Spiel. Ja! Machen wir so. Auf faul. Ja, klar. Vorsicht, die Brücken, die können gesprengt werden. Bisschen wegfackeln. Könnten nicht wegfackeln? Ja, ja, hier, die Bomber. Die hauen die Brücken platt. Weg. Ja, Brücke gesprengt. Ja, das ist noch so ein Geist. Wir haben immer noch keinen Engel, ne? Nein. Könnte hart werden. Aber wir haben einen Fehler. Sonst muss man auch ganz normal schicken, ist Vieh. Brauche was Cooles. Komm schon, sei Wasser. Ich bin jetzt Staub, hätte ich gerne in meinem Schild. Ich hab schon mal keinen Lücken. Feuerstein. Gegenstand. Geld! Also, Geld ist kein Gegenstand. Nein. Und nochmal ein Schlüssel. Nö, müssen wir nicht. Nee, die rechts können wir noch hoch. Ja. Ach ja, da rechts. Ja, okay. Gut, legen lassen. Ja! So, das ist ein Glück. Killer. Das ist ein Glück. So. Aussehen! Funktioniert. Zweier Teams. Okay. Kiste unter uns oder gar nicht? Tillo? Nee, gar nicht. Gut. So geil. Aus dem scheiß Blitz raus. Ich glaube, ich habe mittlerweile genug aufs Maul bekommen. Mein Bonus müsste schon auf 100 sein. Oder? Naja, ich guck gleich mal. Take physical damage. Na, es geht. Plus 2 pro Hit. 50 Mal auf die Fresse bekommen, dann habe ich meine Punkte. Das ist doch schon voll. Ich schlage ja die Flanke zu, die stunnen ja alle nur. Nochmal Eis. Geil. Okay. Dolch. Ach, nee. Plus 2 oder so. Nein! Nein! Nein!
Nein, 400. Geil. Da geht nicht weiter, Tilo. Nee, ja. Kevin hat Karte, ne? Ja. Mein Gott, wieso bist du so nah? Ja, das ist das einzig Doofe an der ganzen Geschichte. Ich meine, da geht's weiter und der. Echt? Ja, aber also ja. Ich sehe zumindest keine Truhe, aber doch, da ist links, links und oh, da sind weiter Gegner. Sweet. Alles ja, klar. Weiter unten ist doch noch eine. Ah, nice. Also ich finde den Kelch, es ist halt ein geiles Spielelement, um die Truppe zusammen zu behalten, gebe ich zu. Und was ist da? Ach, Katzenglück, das war angefangen. Super Alarm brennen. Na, also ich meine, du bist halt dadurch gezwungen, zusammen zu bleiben und die Leute rennen dir nicht in alle Himmelsrichtungen weg, das ist schon ganz okay so. Aber dass sie den Kelchträger so lahm gemacht haben, ist schön. Links haben wir noch einen Podest, ne? Ja. Links von uns. Da haben wir so einen Gegner. Hier. Wow. Was ist denn jetzt? Blitz von dem Kraus. Oh. Kick mich aus der Luft, der Bastard. Komm schon! So schnell, dass wenigstens der Autoslay nicht geslowt wird mit higher slow. Engel, endlich! Sehr gut. Weiter nach unten gehen. Wir könnten auch noch nach oben. Vielleicht. Ja, ja. Unten rechts ist noch eine Truhe. Das heißt auf der anderen Seite. Oh. Kevin, können wir da rüber oder müssen wir hoch? Da, wir müssen wieder da. Da ist ein, gerade gesagt, das ist ein Ausläufer, ne? Das kann nur der Ausläufer. Okay, wir werden übrigens verfolgt. Gut, das Vieh ist weg. Oh, Rita. Cool. Gibst du den Timo? Ja, geh mal her. Joink. Nie verkehrt. Hast du gerade bei... Was? Geheilt? Lars hat geheilt. Er hat geheilt, während ich wieder rausgesucht habe. Mann, Carsten, zu langsam. Hör auf, den verdammten Lilti zu mobben, Alter. Was ist scheiß Lilti? Was erwartest du? Er schmeißt... Oh, Engel. Caste Eis. Ah, Kacke. Interrupt, Caste Eis. So. Fick dich. Hinterlässt eh keinen Gegenstand. Fick dich, scheiß Ding. Zwei. Och Mann! Oh, wofür diese blöden Katapulte sind, ne? Da muss der Gegner wahrscheinlich direkt vorstehen, ansonsten sind die eh viel krasser. Hä? Was? Jetzt der Gegner runtergekommen. So, nach oben ist nichts mehr, oder? Nee, doch, ist noch. Gehen wir nach oben. Da ist auch zumindest noch ein Gegner. Gegner wir können sind auch hoch. Da ist wieder ein Podest und wir können auch wieder hochrennen. Klasse Eis. Einfach. Schwarz. Achso, ja, da ist ein Podest, sehr nice. Da können wir hier liegen lassen, die Scheiße. Kaste Eis. Ich hab einen Truhe gesehen. Links vom Podest. Ah, sweet. Dann noch 20. Was du blockst. Die Funktion existiert in dem Spiel nicht, Gegner. Leider doch. Slow. So. Links um. Hey Kevin, wo rennst du hin? Was geht bei dir? Kiste? Kiste. Oh. Etwas weiter links. etwas weiter links ist noch eine Kiste. Ja, nehmen wir uns. Die hoch sind wir von hier. Zwei Teams. Also, da lasse ich dem Kevin schon mal seine. Das Geld. Komm mal dazu. Ey! Hauptsache du blockst, weil eingefroren bist. Vita. Jetzt haben wir alle Vita? Läuft. Nee, ich hab kein Vita. Nein, ich meinte, ich bräuchte mal welches. Ach so. So, hier ist noch eine Kiste, ja? Hier ist auch eine und oben wird mir auch noch eine angezeigt. Geil, Engel.
ins Mehl geben. Ah, er hat's weggekickt. Ja, ich hab's. Ich rüste aus, trag hier mal weiter. Achso, wir müssen hoch. Zurück, ne? Ja, gut. Oder? Keine Kiste mehr? Ich sehe nichts mehr. Echt nicht? Geil? Das war die letzte Kiste jetzt hier. Okay, ihr tragt und ich rüste noch mal eben enger raus. Also zumindest hier in dem Bereich, ne? Ja. Ja gut, das war's eh. Ja, das Areal ist echt klein. Ich würde sagen, das Areal ist... Ich mag den nicht. Ah, hier ist ein Gegner. Ah, guck mal. Hallo Punkte. Abseits, Dings, genau. Ach so, scheiße, voll schlecht. Weiß ich, wo kommen wir hoch? Links hoch. Schade, ich hab gehofft, das Katapult schießt natürlich oben auf den Gegner. Nein, das tut's nicht. Ist eh ein Geist dabei, oder nicht? Ach, das ist okay. Was ist hier los? Das waren wir schon. Ja. Das war's echt. Cool, war mal schön. Yay! Meet, meet, meet. Okay, dann Boss Time. Sicher, dass wir hier schon zweimal sind? Nein, ja. Es war gerade schon sehr, Ich meine, die App ist aber auch generell, der war einfach. So, kenn ich bitte in die Richtung? Ja, aber da war jetzt wirklich gar nichts Dickes dabei, ne? An Gegnern auch. Na gut, vielleicht ist der Bossgegner jetzt voll der Jackass. Na ja, gut, Level 2, habt ihr ja selber gesagt, sind leichtere Gegner, ne? Also. Vielleicht ist der Unterschied doch etwas größer als gedacht. Mal sehen. Also das ist sowieso, ja, die Dinger sind für diese komischen Kreissägenfallen, die dann ab und zu hier rumcruisen. Aber bei dem Gegner ist auch... Push the button. Wir boxen die Quals um und dann hauen wir dem einfach hart auf die Fresse, während Kevin Vita spammt. Guck mal, mit deinem Schnurrhaar, die könnte man verknoten. Hm. Die kannst du auch looten, die Haare. Ich die jetzt? Phönixfeder, Engel, Vita, Eisring, passt. Ja, ja, die kannst du looten, die... Phönixfeder, Vita. Glas, also. Das behalte ich. Blitz und Phönix. Das cast ich eigentlich gar nicht. Hier. Dann blitz ich mal durch die Gegend. Ja, schauen wir mal, ne? Wir hatten das Datenblatt. So. Jetzt gleich mal gucken, was der Tilo hat. Ja. Ja, was ich jetzt? Ja, Tilo hat das Datenblatt. Guck einfach mal, was der. Wow! Ja, guck mal, wie schnell der runtergeht. Feuer! Marktfeuer! Marktfeuer! Alter, guck mal, einfach nur aufs Maul. Kevin braucht Vita. Ich renn dich immer nach unten, du Fotze! Was geht denn ab bei dir? Ha! Das war definitiv nur Level 2. Ja, ich hab dich mit dem Federschwert totgekitzelt. Eichel gekitzelt. Hab ich aufgetreten. Ich hab ihn totgehalten mit Vita. Du hast ihn einfach. Du hast in der ganzen Zeit vielleicht nur einmal geschafft, Vita zu würgen. Ich hatte halt gerade das Bild im Kopf, wie mein Charakter sagt so. Ich werde jetzt Schläge in die Luft ausführen. Wenn du da zufällig reinrennst, dann ist es nicht meine Schuld. Einfach so über den Haufen gerannt. Ja, und in Wirklichkeit hat dieses riesige Vieh sich einfach nur so angefangen, über dich zu beömmeln, dass er keine Luft mehr gekriegt hat, der steht ist. Sieg ist Sieg. Ja. Er ist vor 100 Jahren wieder gehört. Genau. Aber jetzt warte mal, bis ich hier mit deinem Vita fertig bin. Jetzt sollst du doch mal warten. Chill doch mal. Aber, ne? 30 Jahre später. Gleich ist er, gleich weiß ich es. Und dann ist er wie bei Metal Gear Solid an Altersschwäche gestorben. Genau. Nochmal 30 Jahre später. Genau, wenn Lars Vita wirkt, ist er noch so. Lars Vita wirkt ist wie eine Folge Dragon Ball. Und dann so, Genki Dama hatte keinen Effekt. Shit! Alle sind rausgelaufen.
Dann bin ich jetzt mal gespannt, was wir kriegen. Kupost! Ja, Post kriegen wir erstmal. Also wie gesagt, das ist auch wenn es auf Stufe 2 war, könnten wir einen Orikalkum kriegen. Oh, ich hab was von Fadren! Ich hab auch was von meinem Vater, von McWees. Ich hab was vom kleinen Bruder. Ich hab was von Mutter mal wieder. Jeden Abend, wenn deine Familie also am Esstisch sitzt, schaue ich auf deinen leeren Platz, das kennen wir ja schon. Tränen nahe, bla bla bla. Danke, Vater, nicht weinen. Ich hab von meinem Vater wichtig. Danke, Vater. Gegenstand beifügen. Eine schwere Aufgabe zu erfüllen ist wichtig. Dein Heimweh und deine Gefühle, die du für deine Familie hegst, sind aber mindestens ebenso wichtig. Hier hast du Mitri, kannst du den Arsch abwischen. Gegenstand beifügen. Ich hab 4 Mitri. Ich hab von Galtoy. Mutter hat gesagt, dass Mokris auf Bäumen schlafen. Fallen die nicht runter? Oh. Schlafen die überhaupt wirklich auf den Bäumen? Antworte bloß was Nettes, ansonsten hasst dein Bruder dich für dein Leben lang. Kevin hat den Fehler gemacht. Also, oder Lars? Ja. Also ich könnte jetzt sagen, frag einen Mokri oder ja tun sie. Also ich sage jetzt einfach ja tun sie. Aber ich hatte wir dich schon. Ich bin so hart, Arsch. Moment, aber das kann ich nicht sein. Auswählen. Das sind die beiden einzigen Antwortmöglichkeiten. Ja, dann sag ihm lieber, frag den Mokri. Ja. Aber das wäre doch negativ. Nein. Ne? Ja tun sie ist aber gelogen. Ja gut. Die Buttertrauben aus Scheller sind einfach himmlisch. Buntrauben. Steht da Butter? Buntrauben, ja, scheiße. Kannst du ja auch Butter dippen. Ja, dann sind es Buttertrauben. Ich pack ihn einfach nochmal in den Zeichen. Dann dürft er glücklich sein. Buntrauben aus Scheller sind einfach himmlisch. Das Wunderwasser, glaube ich, auch eine Spezialität aus Scheller. Kürbiswein. Aber das schmeckt so ekelhaft wie Kürbiswein. Tja, nun. Das Wasser ist Wasser. Oh boy, Lars mag seine Familie einfach nicht. Naja, die andere Antwortmöglichkeit, es riecht aber gut. Beides nicht so toll, ja. Ich glaube, Wasser ist die richtige. Stimmt, der Kleine heult hier rum, weil es Wasser scheiße ist. Also, ja, kennt ihr überhaupt Wasser? Lilties? Geht ja doch nicht mal duschen oder so. Naja, mit Sand abstrahlen. Obwohl, die ziehen die Rüstung nicht aus, ne? Das heißt, jedes Mal hier Strom gehen oder so. Was? Kommt da einer, kippt da einer Wasser aus. Ja. Oh Gott. Allerdings kannst du dich auch in der Rüstung waschen. Und wie du siehst, ist der Helm nicht mal richtig zu. Du sagst, du hast so eine Eisenmaske vor die Fresse geschnallt. Schaden zufügen. Schaden vermeiden, okay. Ja. Oh, ist gut, stand geil. Wie gesagt, Dann lief auf jeden Fall Maximum, was wir gebraucht hätten, wäre 216. Ja, du hast 300 Punkte. Herz, wieder 2. Läuft. Maskerade 3. Dolch. Oh. Zweimal Mondemblem. Sagen, Mond hat Tiller noch nicht, das ist sehr gut. Die Magiedinger. Ich glaube, die Runenglocke habe ich nicht. Das ist aber die Fernbedienung von dem. Achso, ich wollte sagen, da liegt sie, ja. Ja, scheiß mal auf Abwehr 2, Alter. Was? Oben links raus. Ja, dann, ne? Viel Spaß mit deinem Herz. Genau, Tilo schnappt sich ein Herz. Mondemblem, Herz plus 1, Mondemblem. Ja. Ach, sind die Herzen auch alles verschiedene Embleme? Fuck! Ja. Es gibt Sonne, Mond, Stern und Erde. Hm? Also ich würde jetzt mal fast sagen, dass was jetzt am ehesten für mich wäre als nächstes, wäre entweder eine Tasche oder mal Magie. Damit ich vielleicht mal ein bisschen was reißen kann. Kevin, du bist der Geilste, Alter. Ich kann einfach nur noch Stärke nehmen, Alter. Ich bin einfach Kevin demnächst einfach Battle Tank. So. Und das ist auch genauso gut. Lars, könnt ihr mal Magie? Ja, könnt ihr mal die 3 Magie? Ja, oder 2 Abwehr, scheißegal, ne? Könnt ihr die 3 Magie? Ich werde jetzt einfach nur Magier. Er verschießt Feuerkugel mit seinem Stern. In die Mitte auf das, okay, genau. Sag, das war jetzt okay soweit. Also ich hätte halt gerne was Dickes gehabt, aber wir waren halt wirklich nur auf Stufe 2. Okay, hab ich mich getäuscht. Aber wir wollten doch jetzt als nächstes sowieso gucken, dass wir einen Vita-Ring besorgen, ne? Ja, in der nächsten Folge dann Vita-Ring. Wirklich mal, das wird wieder eine dicke Folge, Leute.
Ja, also Vita Ring und Jahresende, das wird eine dicke Folge. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren oder teilen. Glocke. Oi. Und ja. Celebration Cave. Celebration. Boah, voll das Ding, Alter. Kein Bock drauf. Kein Bock drauf. Nein. Boah. Einfach nein. Ich hab beim letzten Mal gesagt, das lassen wir lieber. Scheiße, Mann. Wie gesagt, diesmal. Aber diesmal sind wir auch zu viert und wir verrecken nicht. Stimmt, Zelebration sind wir ja tot. Aber Tillo hat Skill, wir verrecken nicht. Okay, Leute, wir sehen uns nächste Folge. Ich kann mich wieder nur auf Cast konzentrieren.